Hallo, willkommen Simon Kicher. Heute machen wir Reis mit Hühnchen und Gemüse. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 400 Milliliter Gemüsebrühe, das muss warm sein. Langkornreis 200 Gramm, bitte gut durchwaschen. Handvoll bunter Paprika. Hier habe ich rote Zwiebel, eine kleine geschnitten. Auch Knoblauch 1 Zeh, kleine geschnitten. Hühnerbrust 400 Gramm, Würfel schneiden bitte. Eine Tomate, Würfel schneiden. Und Frühlingszwiebel, eine auch kleine schneiden. So 20 bis 30 Gramm Butter. Und Olivenöl kommt da rein. Ich fange gleich an. Ich nehme die Pfanne erstmal. Tun wir jetzt Olivenöl da rein. So 2-3 Esslöffel da rein tun gleich. Und Herd hochschalten kann man. So, jetzt gucken wir, ob der heiß ist. Das muss heiß sein, gleich. Dann kann ich rein tun. Sonst klebst du dann. Habe ich hoch bis 9 Ende. Jetzt ist gut. Okay, jetzt rein. So. So, bitte nicht gleich umrühren, weil das klebt jetzt eine Weile. Das dauert 20 bis 30 Sekunden, dann kann man sie ein bisschen umrühren. Das Ganze dauert 6 bis 7 Minuten. Okay? Immer umrühren bitte, bis gleich. Bitte braun ist. Das Hühnchen ist jetzt fertig, wie man sieht, das ist schon leicht braun. Jetzt tun wir noch Paprika rein. Zwiebel und Knoblauch. Okay. Jetzt kann ich auch Futter auch rein tun. So, jetzt bitte umrühren. So, jetzt muss man auch 2-3 Minuten anbraten. Bis gleich. Jetzt kommt Tomate und die Frühlingszwiebel rein. Okay. Auch mal umrühren. Okay. So, jetzt tue ich noch Reis rein. So. Gemüsebrühe ist noch Salz und Pfeffer drin. So, auch rein. Fertig. So, jetzt noch ein bisschen umrühren. Echt? Mensch, ja, weiß ich ja nicht, vielleicht machen sie es nicht. Ich muss ja sagen. Also, es ist kein kompliziertes Rezept, finde ich. Ja, ja. Alles okay. Zusammen. Dann umrühren. Immer wieder umrühren, nicht vergessen, ist wichtig. So, jetzt Deckel hier. So. Wenn es Kochen anfängt, bitte runterschalten. 15 bis 18 Minuten, dann sind wir fertig. Bis gleich. Die Reis hat sogar 20 Minuten gebraucht. Ich habe Herd ausgeschaltet. 10 Minuten ruhen lassen, dann kann man sie servieren. Also jetzt tue ich halt servieren. Okay. So. Tun wir ein bisschen umrühren noch. Gut. Jetzt tue ich mal einen Teller rein, Servierteller. Mach ein bisschen so, wie das da außen geht. So, das reicht. So. Okay, so jetzt noch ein bisschen Frühlingszwiebel mit Schnittlauch. So. Da geht ja noch viel. So, nicht so viel. Gut. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Reis. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.